So, meine Freunde, heute geht es wieder um meine Fettdruck. Wer kann erkennen, um welches Bauteil es heute geht? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Freunde. Heute geht es, wie ihr sehen könnt, hier um den Sturzbügel bei der Fettdruck. Wie ihr sehen könnt, ist er schon montiert, weil ich den jetzt eine Woche gefahren bin. Es gab dann eben leichte Komplikationen bei mir. Die werde ich später erläutern. Und ja, ich werde jetzt erstmal das Teil demontieren, weil es wirklich super easy. Aber ich denke, es hilft, wenn man es mal gesehen hat. Deswegen, ich demontiere das jetzt und dann bauen wir es quasi zusammen ein. Ja, und zwar hatte ich folgendes Problem. Hier ist normalerweise ein Staubschutz, den habe ich natürlich abgemacht. Da zwischen den Befestigungspunkten der Fußraste, hier das Loch, da ist normalerweise so ein Staubschutz. Und zwar war es so, dass genau das, was ich euch gerade gezeigt habe, dort das Gewinde irgendwie total verdreckt war und die nach dem Saubermachen auch die Schraube, die zöllische Schraube, dann nicht, oder zöllisch, keine Ahnung wie man sagt, nicht reingepasst hat. Egal was wir gemacht haben, es hat nicht reingepasst. Dann bin ich eben, oder was ich gemacht habe, und dann bin ich zu einem Kollegen und dann hat er halt gemeint, hey, man hat auch die Option, man könnte dort auch einfach ein metrisches Gewinde reinschrauben, bohren und dann läuft das Teil. Das haben wir gemacht. Jetzt habe ich noch metrische Schrauben besorgt für da unten und das Ganze werde ich dann noch mit Muttern gegenkontern. Und ja, da haben wir das provisorisch festgemacht gehabt, weil ich ja den Sturzbügel dran hatte und so. Und dann bin ich heimgefahren. Jetzt ist es so, dass wir den Sturzbügel wieder dran machen und ich diesmal auch Loctite benutze. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir es jetzt wieder ausbauen. Ja, jetzt kann ich auch ein Video draus machen, also passt. Es ist wirklich brutal simpel, das einzubauen, aber ich denke, es hilft, wenn man es einfach mal gesehen hat. Der Sturzbügel ist von Moter. Ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung. Es gibt auch so einen Mustache-förmigen von Harley-Davidson. Und meine treuen Zuschauer wissen, ich baue auch lieber Original-Harley-Davidson-Teile ein, weil es einfach Original-Harley-Davidson ist. Es ist in meinen Augen einfach in dem Sinne immer besser. Du fährst immer die sichere Schiene. Das Problem ist, in manchen Sachen sehe ich es halt nicht ein. Zum Beispiel der hier kostet 100 Euro plus minus, je nachdem wie viel Rabatt die gerade haben. Und der vergleichbare von Harley Davidson, der ist aber ein bisschen filigraner, ich sag mal, der ist dünner, der kostet 380 Euro, als ich das letzte Mal geguckt habe. Und das ist halt ein Preisunterschied, das sehe ich nicht ein. Und wenn jetzt zum Beispiel der hier, oder der kostet ja auch 100, wenn jetzt der von Harley Davidson 200 kosten würde, sage ich euch ganz ehrlich, dann würde ich mir denken, komm, scheiß drauf, ich hole den von Harley, dann habe ich das originale Teil und geil. Weil ich hätte auch lieber gern original Teil dran. Aber das Ding, es hat ja keine super Funktion, sage ich mal, so sicherheitsrelevant oder sonst was. Es soll einfach nur, falls das Motorrad nochmal umkippt, das Motorrad aufhalten und dass es den Boden wieder nicht berührt. Also ich hoffe, dass es nicht mehr passiert, dass das Ding umfällt, aber wenn, hätte ich jetzt einen Sturzbügel. Das ist ja auch quasi jetzt die logische Konsequenz, nachdem mein Motorrad umgeworfen wurde. Genau. Dann würde ich sagen, ohne jetzt groß weiter zu babbeln, fangen wir an, das Teil einzubauen. So Leute, als erstes machen wir jetzt hier ein bisschen Loctite auf die Schraube. Dann nehmt ihr euch vorsichtig euren Sturzbügel und wenn ihr schlau seid, deckt ihr euren Fender vorne mit irgendwas ab, bevor ihr damit beginnt. Wenn ihr weniger schlau seid, wie in meinem Fall, dann lasst ihr es und später bereut ihr es oder halt nicht. Zu zweit wäre die Aufgabe natürlich viel einfacher. Ich versuche jetzt hier mit einer Hand den Sturzbügel zu halten und die Schraube in die Mutter zu drehen, ein Stück weit, was es mir scheinbar gelungen ist. Und jetzt halte ich hier auf der Rückseite mit einem Maulschlüssel die Mutter fest und auf der anderen Seite drehe ich es jetzt einigermaßen fest. Das war jetzt ein bisschen zu fest. So.
Ich lasse das mal so liegen und zeige euch schnell. Hier. Oben drin konnte ich die Mutter. Man sieht sehr schlecht, aber wenn ihr am eigenen Motorrad seid, dann werdet ihr schon erkennen, wie das zu machen ist. So Leute, jetzt machen wir dasselbe auch hier. Die Schraube kommt rein. Auf der Rückseite kontern wir das Ganze. Mit einer Mutter. Und dann drehen wir das hier relativ fest. So, wenn ihr merkt, es geht nicht mehr locker, dann lasst ihr es. Dann machen wir dasselbe erstmal auf der anderen Seite. Schnappen wir uns wieder unsere Schraube. Hauen ein bisschen Loctite drauf. Hauen die Schraube rein. Kontern das auf der Rückseite mit der Mutter. Und dann machen wir das so lange, bis wir merken, okay, jetzt wird es ein bisschen anstrengender. Und dann lassen wir das. Jetzt greife ich mir wieder von hier hinten die Mutter, so wie ich es euch vorhin versucht habe zu zeigen. Gehe hier vorne rein mit dem Drehmomentschlüssel und gebe da jetzt circa 30 Newtonmeter drauf. Genau. Wie ihr seht, es ist wirklich extrem einfach. Es sind nur drei Schrauben. Die einzige Schwierigkeit ist, das Ding einfach dahin zu halten, bis ihr es fixiert habt. Euren Fender nicht zu beschädigen. Da ist aber, da könnt ihr es abdecken. Wenn ihr es zu zweit macht, dann ist es richtig easy. Einer hält, einer schraubt es rein. Also richtig einfach. Wie gesagt, ich habe jetzt die zwei unteren Schrauben mit 25 Newtonmeter reingedreht und die obere mit 30 Newtonmeter. Einfach aufgrund der Dicke der Schrauben. Aber das heißt nicht, dass es die richtige Kraft ist. Auch bei so einem simplen Umbau seid ihr immer auf der sicheren Seite, wenn ihr es von eurer Werkstatt machen lasst. Das möchte ich nochmal dazu erwähnen. Ich habe es jetzt selbst gemacht, weil ich einfach... Ja, ich bin einfach geil drauf. Ich will es selbst machen. Harley ist ja auch so ein Widerspruch in sich, sage ich mal. Auf der einen Seite ist halt self-made so, Harley, das was es ausdrückt. Aber auf der anderen Seite ist halt so, dass die Maschinen inzwischen so voller Technik sind und so lange Garantie haben, also in meinem Fall am Anfang 4 Jahre, dass die Hersteller halt nicht sagen können, okay, macht euch alles selbst, wir geben euch trotzdem 4 Jahre Garantie, ist ja logisch. Deswegen, bei der Sache jetzt ist eigentlich nichts dran, ne? Easy going. Ja,
Aber trotzdem, wie gesagt, simpler Einbau. Jeder kann es selbst machen in der Theorie. Aber ihr seid auf der sicheren Seite, wenn ihr es vom Händler machen lasst. Das war's auch schon jetzt von diesem kurzen Umbau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Wenn euch das Video nicht so gut gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und dann am besten aber in den Kommentaren schreiben, wieso ihr das gemacht habt. Ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und ciao.